So, meine Lieben, willkommen. Es ist soweit. Wir haben es geschafft. Wir haben die Zeit überstanden. Ich schalte mal in-game, damit ihr die Knife Round nicht verpasst. Die läuft hier nämlich schon. Ich weiß nicht, wie viele von euch das spannend finden. Aber ich denke, Nuke ist interessant, denn unbedingt möchte man hier als CT anfangen. Es sei denn, jetzt bestimmte Teams haben ganz bestimmte Taktiken auf dem Lager. So. Wir sehen, LDLC die Knife Round gewonnen und möchte als CT anfangen. Auch nicht ungewöhnlich ist, habe ich mir gedacht. So, jetzt haben wir noch ein ganz kleines bisschen. Eine Sekunde. Na gut, damit können wir leben nach all der Zeit. Mensch, haben wir doch fast pünktlich angefangen. 11.53 Uhr. Ja, die anderen Spiele laufen schon zum großen Teil ein bisschen. Und wir haben natürlich das Glück, dass wir das eine Spiel erwischt haben, wo es ein kleines bisschen länger dauert. Ready, ready. Jetzt geht's gleich um die Wurst. Erstes gespielt. Zweite Map wird dann das 2 sein. Und falls wir noch eine dritte brauchen, die Inferno. Also nur zwei der drei Standard-Maps. Ein kleines bisschen Abwechslung heute. Flügel geht auf Knife. Neuer Versuch, neues Glück. Ach, jetzt hat er ihn doch zum Knifen überredet. Und verliert. Ärgerlich. So, gleich geht's los. Wir gehen in die First Round. Planet Key auf der T-Seite muss angreifen. Und LDLC hat die komfortable Verteidigungsposi. First Round auf New ganz, ganz wichtig. Die möchte man als Server unbedingt holen, denn sobald die Gegner die Waffen haben, mit denen man sprayen kann, ist alles nicht mehr so einfach. Juli hat außen Kontakt gehabt. Jetzt sind sie außen durch. Star Wars mit dem First Track. Unterkehrt ist eingenommen. Uzi. Und jetzt, wohin geht's bei Planet Key? Haben unter Cat. Cat hoch. Wer auch immer er ist, aber er macht zwei Headshots. Klü ist jetzt auch rein, aber es ist ein bisschen spät. Seine beiden Mates oben sind schon tot. Zweiter Frag für Klü. Pistol swappen, würde ich mal sagen. 8 Schuss noch bei ihm. Er entscheidet sich zu bleiben. Und da außen steht... Oh Gott, wer auch immer das war. Wer ist denn dieses 4-3? Moment mal, Apex, Maniac, kümmere ich mich gleich mal drum. Irgendwie ist hier... Wieso lebt denn Glüh noch? Was ist das? Die Franzosen offensichtlich noch nicht so ganz eingespielt. Das wäre ein bisschen haarig gewesen, wenn er hier noch geschafft hätte, die Bombe zu legen. Happy, genau. Dankeschön, lieber Chat, da muss ich nicht nachgucken. Mein Gehirn ist auch noch nicht so ganz wach, wie es aussieht. Sehr eigenartig, dass der Klü da die ganze Zeit noch rumläuft. Aber vielleicht müssen die Jungs noch ein bisschen in Schwung kommen. Es gab ja PC-Probleme bei LDLC und deswegen haben sie sich vielleicht nicht so einspielen können, wie sie es gerne gemacht hätten.
Tür go. Next mit dem Frag. Sind immerhin rausgekommen, haben nur einen Mann verloren. Aber Apex und Happy. Schöner Frag von Struxi. Und jetzt letzter Verbleibende gegen 3. Vielleicht noch einen mitnehmen. Nein, so schnell geschossen von Maniac. 2:0 LDLC. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ich würde LDLC hier ein kleines bisschen als Favorit einschätzen. Aber es ist nun mal ein Offline-Event. Und Planet Key hat sehr aimstarke Spieler. Und da kann auf so einem Offline-Event kann schon eine Menge passieren. Happy mit einem Offensiv-Push. Kann sich durchsetzen gegen Crabley. Muss dann aber schauen, dass er noch ein bisschen wegkommt. Immer noch auf Duell ausgelegt. Maniac ist jetzt gefragt. Keine Probleme für ihn. Währenddessen Forum-Push von Happy. 3:0 LDLC und Planet Key in die Buy-Round. Jetzt ist es interessant. Möglichst früh eine Schwachstelle finden. Viele Teams bevorzugen es ja auf Nuke die vierte Runde erstmal schnell zu spielen, um zu schauen, ob eventuell Rush-Punkte einnehmbar sind oder da Schwachstellen zu finden sind. Außen kommt Trouble. Planet Key hat sich entschieden, ohne AWP zu spielen. Und Qli sagt Dankeschön. Vielleicht. Also sieht erstmal ein bisschen aus, als ob sie hier ein langsames Abwarten haben. Jetzt habe ich hier gerade Mist gebaut. Sieht erstmal so aus, als ob wir ein langsames Aufbauen sehen. Erstmal abchecken, wo die Positionen gedeckt sind. Next steht bereit mit der Tür Smoke. Ist die Tür schon offen? Nein, Granate kommt. Smoke hinterher. Jetzt kommt der Go. Uzi hat gegengeflasht. Letzte Flash hat gesessen. Uzi völlig blind. Sind auf dem Spot drauf. Apex ist getroffen von oben. Kann nur einen Frag machen. Geht raus. Happy. Kein Frag für ihn. Das sieht gut aus für Planet Key. Qli. Mit der AWP. Killt den Bombenleger. Das gibt ihm wertvolle Sekunden, wenn er jetzt nochmal angreifen kann. Aber Next hat aufgepasst. Erste Runde für Planet Key Dynamics. Gut gemachter Halgo. Wir haben es bei Uzi gesehen. Der hat sich vor allen Flashes weggedreht, bis auf die letzte. Und damit wird Planet Key mit der ersten Runde belohnt. LDLC hat noch genug Geld fürs Kaufen. Bis auf Qli, der hat natürlich seine AWP verloren. Versuch. Hüdeck ab. Trouble hat außen mal geschaut, aber wahrscheinlich auch nicht zu sehr nach dem Frag, den er gerade von Qli kassiert hat. Struxi steht bereit, um oben rein zu smoken oder zu flashen. Aber sie ist jetzt anders überlegt. Bei der Menge an Granaten, die schon geflogen sind, müsste Planet Key eigentlich wissen, dass es da wahrscheinlich keine Eco ist, sondern eher eine Buy-Round. Oben wird geflasht. Uzi, offensiver Push in der Pommes. Und jetzt geht's nochmal Rampe. Ja, das sah ein bisschen unkoordiniert aus. Geht der ganze Push von Planet Key in die Hose. Struxi, letzter Verbleibender in der Pommes.
kann den Frag gegen Uzi machen, immerhin. Einer weg, 4 to go. Aber 20 Sekunden, das reicht kaum, um die alle zu killen, selbst wenn es, wenn er dazu kommen würde. Schön gegen Happy. Ja, 10 Sekunden und die werden wir nicht mal mehr sehen. 4 zu 1, LDC. Offensiver Push beim Fake in der Pommes. Der hat Planet Key scheinbar ein bisschen aus dem Konzept gebracht, so sah es zumindest aus. Und dann war der Go Richtung Rampe auch eher so ein bisschen halbherzig. Nach dem ersten Frag haben wir erstmal einen Schritt zurück gemacht. War nicht so. Nicht so erfolgreich. Geht Richtung Rampe. Maniac nach einem Frag schon abgetreten und auch Apex geht schnell down. Gut Rampe eingenommen. Instant Refrag. Happy ist da von hinten dran, aber die Smoke nimmt ihm zumindest die den Mut hier durchzugehen. Und 5 zu 1, LDC. Und wir sehen eine Umstellung. LEC mit AWP, Stroxy. Ja, ich wollte gerade sagen, hat der Rest keine Waffen? Doch, hat er. Klü hat scheinbar keine. Push gegen außen, da steht die Autosniper. Stroxy hat ihn. Julia hat einen Sidestep gemacht und ist trotzdem erwischt worden. Stroxy und Trouble haben jeweils einen Hit abbekommen. Und der LDC ist zu zweit nach außen verschoben. Happy oben und unten steht Apex noch. Vier gegen vier. 55 Sekunden auf der Uhr. Was nun? Richtung Rampe. Zwei-Mann-Team ist unterwegs Richtung Rampe. Molotov verzögert sie erheblich. 35 Sekunden auf der Uhr. Um irgendwelche langsamen Aktionen zu spielen, ist zu wenig Zeit. LDC hat sich schon komplett nach unten verschoben. Beziehungsweise hat die Rampe aufgegeben. Maniac steht unten. Oh, jetzt geht er wieder zurück. Nein, hat die Steps gehört. Und Next mit einem First Frag gegen Apex oder Entry Frag. Ganz wichtig. Maniac unten im Dunkeln ist angesagt, muss jetzt gerefragt werden. Ah, jetzt währenddessen hat Uzi schon nachgeholfen, kriegt er die Bombe noch gelegt. Nein, 6 zu 1. Also Planet Key lässt sich hier viel Zeit und ja, sind dann natürlich gezwungen, aggressiv ranzugehen, sind gezwungen, den Go sofort auszuführen, haben keine Zeit mehr zu taktieren. Und das kostet sie so ein bisschen hier Chancen. Alle go. Apex. Juli zielt von der Tür. Main ist auch down. Star Wars versucht sein Glück gegen Juli außen, aber es ist natürlich vergebens. 7 zu 1. Nachdem es in der ersten Waffenrunde so ein bisschen gut aussah, der Go hat mir gut gefallen. Stagniert das Ganze jetzt ein bisschen. Vielleicht sich nochmal drauf besinnen, was gut funktioniert hat, dieser Halle-Go. Kleines bisschen abwandeln, vielleicht einen anderen Halle-Go rausnehmen. Außen muss man sich mit Qli anlegen oder man lässt es sein. Das ist immer so eine Sache. Oh, Qli ist Richtung Main rein. Auch interessant. Ach, er will zum Abgang. Okay. Also LDC hat auf jeden Fall ein bisschen Fokus Richtung Außen. Happy hat übernommen. Unter Umständen verschiebt er jetzt
sobald Kyuli seine Position eingenommen hat. Ja, vielleicht auch nicht, bleibt stehen. Und Apex steht auch außen. Also sind sie zu dritt außen und haben Fokus. Dementsprechend anfällig wären sie für den Halligo, den ich eben angesprochen habe. Und passiert da was? Ich denke, da passiert was. Apex steht oben. Das ist der Go und alles ist gesmoked. Star Bros ist rausgepusht. Apex hat keine Ahnung gehabt, wo er war. War schon links unten zu sehen auf dem X-Ray. 3 gegen 4. Mainic aus dem Schacht. Wichtige Main Smoke. Ganz wichtige Main Smoke. Kyuli dreht sofort um. Und Maniac ist auch auf dem Weg weg. Schöne Runde von Planet Key. Natürlich begünstigt dadurch, dass LDLC ihnen die Räume da gelassen hat. Ist genau das eingetreten. Alle go. Hat wunderbar funktioniert. Ja, ich kann noch 2 Frags machen. Sieben zu 2 damit. Und LDLC wird jetzt sicherlich nicht ohne weiteres Halle so ungedeckt lassen können. Es standen zwar 2 Mann da. Aber die hatten keinerlei Chance auf Backup. Also der Halle-Go hat sich ja relativ lange angekündigt. Und es war keiner in der Nähe, der hätte noch dazu schieben können. Und mit 2 Mann Halle halten kann halt auch ganz schnell die Hose gehen. Nochmal Smokes in die Halle, aber diesmal scheint es nicht rauszugehen. Es geht eher Richtung Rampe. Maniac ist aber schon vorbereitet. Molotov. Oder Incendiary. Incendiary? Ja, die Frage ist jetzt, hat Planet Key noch genug Granaten, um ihren Halle-Go zu spielen? Wie stehen LDLC in der Halle? Auf dem Spot oben. Da steht 2 Mann unten auf dem Spot. Und es geht Richtung Rampe. Guter Fake. LDLC hatte komplett sich auf Halle eingestellt. Hat damit gerechnet, dass es jetzt nochmal Richtung Halle geht. Und jetzt ist natürlich interessant. Schön aufgepasst von Nex. Das ist sehr gut, das helle Eck gecheckt. Beziehungsweise sogar predicted, wie es aussah. Aber trotzdem irgendwie nicht richtig ausgeführt. Da fehlen ein paar Smokes. 2 Mann noch verbleiben. Stavros kommt von oben und das könnte entscheidend sein. Schacht geklärt. Stroxy. Zeit abgelaufen. Kann den letzten Frag noch machen. Der stand völlig offen, aber die Zeit ist abgelaufen. Somit geht die Runde an LDLC. Und wenn Planet Key das Ganze 10 Sekunden schneller macht, dann würde es vielleicht funktionieren. Aber es ist schwierig. Es war ein Doppelfake. Triplefake vielleicht sogar, wenn man es so nennen möchte. Also Halle angefaked, dann Rampe gestappt. Maniac. Okay. Hat einfach in die Smoke geschossen und hat Strux erwischt. Halle angefaked, dann Rampe angegangen, haben dann ein paar Granaten gezogen. Und in dem Moment, wo sie dann das zweite Mal Halle gefaked haben, auf LDLC auf jeden Fall klar. Wir müssen Halle Fokus haben. Und dann ging's Rampe, war gut gemacht. Kostet allerdings viel Zeit und wenn dann unten der Go nicht richtig funktioniert. Vielleicht haben auch Smokes gefehlt. Das war sehr Smoke-intensiv, was sie gespielt haben. Natürlich logisch einwandfrei gespielt von LDLC. Die müssen eigentlich daran denken. Lieber Halle halten, Rampe aufgeben geht immer. Kyuli aus dem First Track. Und da hüpft wieder Trouble.
Der, wenn er sich hier rauswagt, ist gefundenes Fressen für Kyoli. Ja, verschossen. Und jetzt wird er gepusht rechts von Stavros. Hat er ihn gehört? Nein, gesehen sowieso nicht. Aber getroffen. Ja, schade. Stavros hat eine schöne Position sich erarbeitet. Konnte die aber leider nicht ausnutzen. Trubly ist irgendwie runter auf den Spot gekommen. Ah, schade, konnte den Frag nicht machen. 10 zu 2. Natürlich eine CT-lastige Map, keine Frage. Wahrscheinlich mit einer der CT-lastigsten überhaupt, vielleicht so mit Train zusammen. Aber 10-2 ist schon ein bisschen deutlich. Kyoli kriegt außen jetzt zu tun. Tontaum schießen, ist angesagt. Nummer 1. Trotz Ego haben sie sich eine Smoke geleistet. Es soll Main reingehen, Uzi. Counter-Terrorists win. 11-2. Wieder alles Geld ausgegeben bei Planet Key. Das heißt, nächste Runde sieht es auch schlecht aus mit dem Kaufen. Und der Rush-Block von LDEC ist zwar mit drei Mann, die direkt in der Halle stehen jetzt, aber da wird wenig gegen gesmoked und genadet. War eine gute Flash. Wir haben Star Wars da rechts gesehen im Eck, der die Hand vom Gesicht hatte. Glück gehabt, dass Uzi sich nicht getraut hat, so weit rumzuziehen. Und jetzt geht's vielleicht doch wieder Richtung Halle. Die Smoke in der Pommes möchte man eigentlich abwarten. Aber LDLC hat da definitiv noch eine. Und da kommt sie. Wird die auch noch abgewartet? 45 Sekunden. Und jetzt geht's vielleicht doch Richtung Rampe. Maniac kann sich problemlos zurückziehen. Und er catcht den Cutie. Der geht down, schön gesmoved von Stavros. Aggressiv, direkt rechts ran. Cutie hat viel zu lange da gesessen. Und Maniac ist in Toxic geflüchtet. Jetzt geht's Richtung Halle. Schöne Bewegungen. Und wenn Happy hier nicht so viel macht, dann wird's das gewesen sein. Schöne Runde. Maniac darf nichts mehr machen können. 11 zu 3. Schön gespielt von Planet Key. Sogar mit Overview habe ich meine Schwierigkeiten, die Verschiebebewegungen genau nachzuvollziehen. Und stellt euch mal vor, wie das dann für LDLC aussieht. Gefällt mir gut, was sie machen. Taktisch. Jetzt müssen die Spielzüge noch aufgehen im Endeffekt. Das ist die Frage, ob es da nicht schon ein bisschen zu spät für ist. Aber ansonsten zeugt das hier von taktischen Überlegungen, die durchaus nennenswert sind. Kyoli außen setzt der ganzen Geschichte natürlich gleich wieder einen Dämpfer auf. Richtung Rampe. Kyoli ist tatsächlich Richtung Rampe verschoben und macht den Jungs jetzt das Leben zur Hölle hier. 12 zu 3 Halbzeitspielstand. So,
natürlich so eine Sache. So CD-lastig die Map auch ist, die First Round kann man immer vergeben und 12-3 ist nicht gerade komfortabel. Und gerade wenn man dann von der T-Seite kommt, wo man wenig zum Schießen kommt, sitzt vielleicht das Aiming nicht so einwandfrei. Und gerade Halle-Spieler, ein kleiner Fehler, einmal ein bisschen die Position verschossen, die man sich erarbeitet hat. Und schon sind die Jungs drin und dann wird's schwierig. Also muss man nochmal ganz deutlich sagen, dass... Oh, jetzt kommt der Halle, go! Rampe, go! Klü! Schöne drei Frags, kann sich sogar nochmal nachladen, zurückziehen. Sichert seinem Team hier die First Round. Jawoll. So viel zu Klü kann im Laden nichts und all dem Gebrabbel hier im Chat. Schön geschossen von ihm. Happy. Konnte nur einen Frag machen. 12-4. Erste wichtige Hürde für Planet Key geschafft. First Round ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt bloß die Anti-Ego nicht abgeben. Und dann kann man darüber nachdenken, hier die Runden nach und nach einzufahren. Geht wohl außen durch. Struxi steht da alleine. Die arme Sau. Einmal kurz das Köpfchen drüber gestreckt und schon klingelt. Ja, und Struxi, wir sehen es hier links im X-Ray. Hat natürlich nichts zu tun. Versucht einfach nur defensiv zu stehen, Backup zu bekommen und auch Trouble hat einen Headshot bekommen. Und das ist eigentlich das Beste, was Struxi jetzt machen kann. Irgendwie die Position hier angreifen und Stavros aus der Main. Gibt eigentlich keinen Grund mit 17 AP da ranzugehen. Lieber Freund, das lieber Klü übernehmen, sehr gut. 12-5. Natürlich selber schuld, dass ich die Diskussion wieder angezettelt habe, aber Leute, hört doch einfach mal auf damit. Es stört einfach nur, dass im Chat ständig nur über das Cheat-Gebrabbel hier unterwegs ist. Es nervt einfach. Wenn wir das nicht unter Kontrolle kriegen, dann müssen wir bald anfangen mit Timeouts für solche Geschichten und das muss nun wirklich nicht sein. Erfolg. Trouble hat ein paar Hits gekriegt. 7 AP bei ihm. Aber dennoch die Runde flawless überstanden. 12-6. Zweite Hürde. 3 Runden holen nach der First Round. Flashes. Immer guter Rush-Block von Planet Key. Stavros
Hat er mal in die Tür reingeschaut. Es geht Abgang runter. Ist da schon jemand? Nein. Alle Mann nach oben. Kommt natürlich relativ spät, aber es reicht noch. Es müsste noch reichen, um sich gute Positionen zu erarbeiten. Es fällt Schacht und das ist schwierig für die Deckung unten. Es sind alle wichtigen Positionen von LDLC-Spielern eingenommen. Struxi ist in Schacht gepusht. Kioli pusht ihn jetzt. Kioli im Schacht. Zwei gegen einen. Trotzdem haben sie es irgendwie noch geschafft, die Franzosen hier auszuschalten. Und Uzi hat keine gute Position. 20 Sekunden auf der Uhr. 12 zu 7. Kleiner Schreckmoment für die Jungs von Planet Key, aber durchaus souverän gelöst. LDLC hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen und das hat den Jungs aus Deutschland in die Hände gespielt. Sehen wir jetzt außen. Eco. Wir sind natürlich schöne Position da. Ganz schwer zu holen. Trouble kommt außen, hilft mit. Trouble, nochmal Trouble. Jetzt geht er down, hat aber seine Arbeit gemacht. Uzi macht nochmal zwei Frags. Und plötzlich ist es 1 gegen 2. Zu 8. Das war ganz schön teuer, die Runde. Muss man bei Planet King ein kleines bisschen aufpassen. Natürlich hat Uzi einfach auch zwei dicke Headshots gemacht. Kann man nicht viel gegen machen, außer das Duell vielleicht vermeiden. Aber irgendwo muss man den Gegner schon angehen. 12 zu 8, der Spielstand. Und eine Runde kommt jetzt, die ganz, ganz stark Einfluss hat, wie das Ganze hier sich weiterentwickelt. Denn noch hat Planet Key Geld, aber ich denke... Oh, schöner Shot von Trouble da oben. Wenn jetzt die Runde abgibt, dann wird es wahrscheinlich trotzdem in die Eco gehen. Starby! Schöner Push von Abgang, zieht sich auch direkt zurück, geht nicht nochmal rum. Also ein bisschen Disziplin auch noch an den Tag gelegt. Als einziger Franzose noch im Vorraum. Und der Cat schleicht Kioli und den hat keiner gesehen. Gott, nicht gut. Nicht gut für Planet Key. Denn Kioli läuft da jetzt einfach hoch. Star Wars ist gerade in die Pommes rein. Das könnte ihm die Runde vielleicht retten, wenn er das Duell gewinnen würde. Tut er aber nicht. Trouble gegen 3. Aus der Main. Nahezu unholbar, wenn LDLC eben nicht die Möglichkeit gibt. Da ist einiges schief gelaufen in der Runde. Terrorists win. 13 zu 8. Kein wirkliches Geld bei Planet Key. Damit wird es wahrscheinlich gleich 14 zu 8 stehen.
Und dann dürfen sich die Jungs von Planet Key keine einzige Runde mehr Fehler erlauben. Und LDC läuft in den Rampestack rein. Jawohl, Nex! Julie down! Jawohl! Ich nehme alles zurück. Von wegen 14-8. Das muss das 13-9 sein. Planet Key muss sich die Eco holen. Macht keine dummen Fehler mehr, Jungs. Happy versucht natürlich irgendwie die Scherben hier noch aufzuheben. 13-9. Das ist es. Schöner Rampe-Stack und LEC hat langsam Richtung Rampe gespielt und dann kamen auch gute Frags. Vor allen Dingen Nex hat da die zwei Leute, die sich direkt verziehen wollten, noch zusammengeschossen. Natürlich CZ regelt mal wieder. Ist ja so genervt worden, ist ja so balanced jetzt. Trotzdem starke Leistung von Nex. Vielleicht sponsert bei CZ. Außen bewegt sich Kuli schon. Die schnelle Bewegung nach außen hat Struxi da scheinbar ein bisschen überfordert. Kuli hat hinterm Schacht sich's gemütlich gemacht. Gegen 3. Ne, LEC hat unten schon unter Kontrolle. Steht hier überhaupt jemand? Stavros. Hat natürlich eine wichtige Position. Bombenleger down. Tür wieder zu. Jawohl. Nochmal Bombenleger down. Tür wieder. Ah, diesmal lässt er sie offen. Takte auf eine Tür bei Stavros. 13-10. Schön gemacht. Und es könnte wirklich, jetzt müssen wir langsam drüber nachdenken, jetzt könnte wirklich passieren, dass Planet Key hier in der Lage ist, das Ding nach Hause zu fahren, die erste Map. Rampe, Klü. Uzi ist da durch die Smoke gepusht. Stavros. Was ist außen? Kuli hat sich auch gegen Stavros holen lassen. So rum. Und jetzt stehen Maniac und Edits, und Happy da. Fast überhaupt nichts machen. Im Vorraum ohne Raumgewinn gegen 5 Spieler, 0 Pistols bewaffnet. 13-11. Es geht um die Wurst. LEC hat keine weiteren Geldreserven. Wenn sie die Runde abgeben und die Bombe nicht legen, dann müsste das reichen, um LDC entweder in die Eco zu zwingen oder mit wenig Geld antreten zu lassen. Uzi deckt ab.
Außen wird gepusht. Oh, Apex First Strike gegen Struxi, der sich außen gezeigt hat. Troubley hat die AWP gepickt. Oh, wurde gespottet. Zurück auf AK. Schön von Troubley. Fightet nochmal. Und da ist Stavros unten aus dem Abgang gekommen und hat zerlegt. Troubley ist wieder auf AWP geswitcht. 3 gegen 3 die Situation. Qli down von Troubley. Der macht gut. Der macht die Sache gut, meine Güte. Ausgezeichnete Arbeit von ihm da außen. Immer um diesen roten Container rumgewieselt. Qli an der Rampe. Und letzter verbleibender Spieler Maniac. 30 Sekunden auf der Uhr. Kann Rampe einnehmen. Bisschen unnötig von Qli. Könnte man defensiver stehen gegen einen. Und Maniacs Zeit läuft. 15 Sekunden. Nochmal einen Schacht reingepusht. Keine Chance. 13 zu 12. Auf der zweiten Halbzeit steht es 9 zu 1. Bisher machen sich die Jungs von Planet Key hier sehr, sehr gut. Troubley hat außen hervorragend gespielt. Hat auch mit den zwei Waffen da jongliert, je nachdem welche Situation er gerade hatte. Versucht mit der AWP oben vom Silo zu picken, ist dann auf AK geswitcht. Richtung Rot ist gezielt, den Frag gemacht. Wieder auf AWP, wieder Silo der Versuch. Das muss man in der Stresssituation erstmal halten, dieses Gewechsel. Und Strux hat außen diesmal besser unter Kontrolle gegen ein. Jetzt geht's Halle raus. Next, zwei Mann, drei Mann, jawohl. Happy. Richtung Rampe. Wichtig, dass man sich hier in diesen Anti-Egos keine großen Schnitzer leistet. So, Happy außen. 13 zu 13 ist der Spielstand. Es geht außen durch. Wer zielt da? Troubley, natürlich. Und Stavros. Türpush. Maniac gepickt. Er hat ein gutes Gespür, wann er offensiv gehen kann. Hat er auch sein ganzes Counter-Strike-Leben lang gemacht. Star Wars im Schacht überrascht worden. War dann nicht sonderlich vorbereitet. Apex ist aus der Tür raus oder aus dem Schacht raus und ist auf jeden Fall in die Richtung Halle. Troubley hat sich durchgesetzt zweimal. Und das muss die Runde sein. Was will Happy hier tun? Er kann ja nicht einfach rauslaufen. 14 zu 13. Planet Key will die erste Map und sind auf dem Weg, sie sich zu holen. Jetzt bloß nicht einbrechen. Alles auf diese eine Runde konzentrieren hier. LEC wirkt nicht unbedingt so, als hätten sie ja noch einen Ass im Ärmel. Bisher ihr Weg über außen hat sie relativ weit gebracht. Das sind die Runden, die knapp geworden sind. Aber seit Troubley da ordentlich aufräumt. Struxi kriegt öfter mal Probleme, wenn es zu viele sind.
Molly hinter die Smoke, um jeden Push im Keim zu ersticken. 1:05. Und jetzt kommt der Halle Go. Alle Register gezogen bei DLC. Go ist im nächsten völlig blind, hat in die letzte Flash reingeguckt. Und da steht Stavros. Und Struxi. Uzi und Happy auf dem Spot gegen Stavi und Klü. Boah, Stavros geht down gegen Happy. Und Klü muss es richten. Ah, kriegt ihr nicht down, 14:14. Ärgerlich, es sah so gut aus mit der Runde. Es sah so gut aus, Stavros hat sich oben im Eck noch versteckt, hat die ganzen Flashes überlegt, Nex überlebt. Nex hat dummerweise in die letzte Flash reingeguckt. Auch das ist immer so ein Phänomen, man dreht sich weg und dann denkt man, das war die letzte und dann kommt noch eine. Genau nach der kommen sie rein. Aber das macht einen guten Halligor eben auch aus, dass da immer noch eine Flash mehr kommt, als der Gegner denkt. Nex hat ein paar Hits gefangen. Maniac und Apex schon noch. Zehn zu 14, alles entscheidende Runde. Struxi außen weggesmoked. Dann geht's gleich Abgang runter. Vielleicht einen Schuss hier durch die Wand. Könnte reichen, um jemanden mitzunehmen. Na, leider nicht. Schön wär's gewesen. Die Jungs sind runter. Kuli ist im Schacht. Kriegt Stavri da von hinten. Boah, nochmal Kuli. Schöne Shots. Trouble hat unten den Bombenleger gekillt. Nochmal Trouble. Nimm ihn. Nein, dicht daneben. Das wär's gewesen. Aber trotzdem gute Ausgangssituation. Beide Spieler low von LDLC. Und den Schacht. Hat Troubling gesehen. Jetzt kommt der Retake. Auf geht's. Dunkles Eck ist jemand. Ist völlig blind. Schöne Flashes. Troubling! 15:14. Schön geschossen von Troubling. Schönes Teamplay an der Stelle. Flash in den Rücken des Mates. Sie wussten, dass Dunkles Eck wahrscheinlich einer sitzt. Oder irgendwo auf der rechten Seite. Hat in den Rücken geflasht. Konnte rausgehen. Wir haben es gesehen. Dunkles Eck war völlig blind. Und verdientes, gewonnenes Tour und Two. Uns hat nicht mal eine große Rolle gespielt, dass die beide low waren, denn Trouble hat zwei Headshots gemacht. Verdienter geht es gar nicht, so ein Tour und Two zu gewinnen. Jetzt gilt es hier bloß nicht, irgendwas zu verdaddeln. Konzentriert runterspielen, weiter ihr Ding spielen. LDLC hat zwei Pistols im Angebot. Alle Smokes. Stavros flasht gegen auf der gleichen Position wie eben, wo er fast die Runde gerettet hätte. Wo ist Nex? Stavros hat erwischt, Nex auf dem Spot auch down. Struxi ist nachgeschoben, aber ist noch nicht so weit. Klü aus dem Schacht. Und letzter verbleibender Maniac. Das muss die erste Runde sein. 30 Sekunden.
Es muss die erste Runde sein. Da ist sie! 16 zu 14, ich meine natürlich die erste Map. 1 zu 0, Planet Key geht in Führung.